Mein Name ist Konrad Hummel, ich bin 62 Jahre alt, habe 3 Kinder, wohne hier in Mannheim und lebe und arbeite hier. Und mein Leben ist beruflich immer verbunden gewesen mit einer aktiven Alten- und Generationsarbeit. Nach der Leitung eines Heimes war ich für die Seniorengenossenschaft in Baden-Württemberg zuständig und habe mich bemüht, bei meinem Engagement für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement immer die Generationsfrage, glaube ich, im Mittelpunkt zu stellen. Die Grundidee der Genossenschaften ist ja eine beachtliche und 150 Jahre alte Idee der gegenseitigen Hilfe, des solidarischen Miteinander, und zwar nicht entweder Familie oder Staat, sondern eher eine Grauzone dazwischen. Wir haben diese Genossenschaftsidee aufgegriffen, um die Frage zu stellen, was kann man sich gegenseitig im Alter helfen, wenn doch die Ressourcen nicht mehr so vorhanden sind für alle Hilfen des Alltags, die man braucht. Und da ist Genossenschaft eine große Chance, dass man das gegenseitig mobilisiert. Also ein prinzipiell sehr wichtiger Gedanke für den Sozialstaat. Mir war immer schon ein wichtiges Anliegen, noch in den 80er Jahren, dass wir aus dem Ghetto und dem Versorgungsgedanken rauskommen im Alter. Und die damalige Landesregierung unter Späth hatte die Idee, lasst uns schauen, was geht zur Verstärkung der gegenseitigen Hilfen. Damals waren die Nachbarschaftshilfen gerade nicht mehr so in Mode. Es gab die ersten Professionalisierungen und Finanzierungskrisen. Das hat dazu geführt, dass man auch über die Pflegezukunft nachgedacht hat. Und wir haben damals gesagt, lass uns das vor allem lokal und kommunal angehen. Lassen Sie uns die Projekte unterstützen auf der lokalen Ebene. Da kennen sich die Menschen, da kann man sich gegenseitig durchaus helfen. Man kann aufeinander zukommen. Und das ist übrigens auch die Stärke des Genossenschaftsmodells. Wir haben dann ein Programm aufgelegt, ein Förderprogramm in Baden-Württemberg, in dem wir 10 Standorte ausgelobt haben, die ganz bewusst Klein- bis Großstadt waren, Land bis Stadt, und haben geschaut, wie sich diese Projekte entwickeln. Und bis heute leben einige dieser Projekte ein fröhliches Dasein und sorgen dafür, dass dort wirklich ein lebendiges Leben der Generation erfolgen kann. Was uns fehlt, ist nicht so sehr jetzt die Kompetenz und das Geld im engen Sinne, sondern es fehlt Betreuungszeit. Wenn Sie an die große Anzahl von Menschen in Zukunft denken, die leider auch das Demenzproblem beispielsweise haben, dann brauchen wir viel Betreuungszeit. Wir brauchen Zeit der Aufmerksamkeit, der Nachbarschaftshilfe, des Sozialkontaktes, der Anregung. Das zu tauschen ist ein kompliziertes Manöver. Wir wissen seit Momo, dass es um die Zeit kompliziert bestellt ist. Kann man Zeit überhaupt sparen? Kann man sie, eine typische Frage, die in Baden-Württemberg im Schwäbischen kam, kann man sie verzinsen und vererben? Natürlich kann man das nicht. Zeit ist eben ein moralisches Gut, das man unterschiedlich bewertet, aber dennoch tauschen kann. Und insofern gibt es tatsächlich Genossenschaftsmodelle, die diese Zeit aufschreiben, übertragen an die nächste Generation, aber immer mit dem ehrlichen Zusatz, dass es dafür keine Garantie geben kann. Es ist sicherlich so, dass dieses Modell Genossenschaften eigentlich zuerst mal von selber immer wieder lebt. Das, was der Charme unseres Projekts war, ist, dass wir, glaube ich, mit eher unauffälliger Hand sehr stark die Partnerschaft zwischen Land und Kommunen herbeigeführt haben. Etwas, was nicht ganz selbstverständlich in Deutschland ist, dass wir bewusst die lokale Ebene so gestärkt haben, dass in diesen Städten und Gemeinden Menschen den Mut hatten, mit den örtlichen Anbietern und Strukturen etwas aufzubauen. Die heutige Ruhestandsgeneration ist eine andere wie 1990. 1990 war jeder Appell gut an das Engagement, an die Würde, an den Respekt, an die Aktivität, die Rolle in der Gesellschaft zu erinnern. Das ist heute kein notwendiger Appell mehr. Heute ist vielleicht der Appell richtig an die ältere Generation, auch immer wieder Platz zu machen, Freiräume zu schaffen, an alle Generationen zu denken. Es wird sich weiter wandeln. Und daher bedeutet es, dass wir das Modell immer anpassen müssen an die jeweiligen Einstellungen der Menschen heute. Der demografische Wandel ist tatsächlich eine, aus meiner Sicht, unglaublich spannende Herausforderung. Es ist eine spannende Herausforderung, weil es gerade nicht so sehr die Hochaltrigkeit meint und auch nicht, gelinde gesagt, sehr neu ist. Wer die aufmerksame Entwicklung verfolgt, weiß genau, dass der demografische Wandel seit 30 Jahren sozusagen wie ein Zug durch diese Gesellschaft fegt. Das bedeutet aber jetzt nicht ein fürsorglicher Blick auf ältere Menschen. Ganz im Gegenteil, er bedeutet eigentlich, dass diese Gesellschaft sich dort einrichten muss, wo sie sich altersmäßig befindet. Und es bedeutet auch,
hohe Aufmerksamkeit für Kinder beispielsweise, es bedeutet hohe Aufmerksamkeit auch für Zuwanderer, die diese Gesellschaft eben dann neu prägen werden. Also Demografie ist eine Herausforderung, dass man sich, so wie die Gesellschaft zusammengesetzt ist, den Herausforderungen stellt und sie zusammenführt, integriert, ihre Potenziale füreinander nutzt. Die wirklichen Potenziale sind keine altersisolierten, sondern das sind Potenziale, wo das Erfahrungswissen der einen, das Temperament der anderen, die Kompetenzchancen der einen mit der Zeit der anderen zusammenkommt. Nehmen Sie allein die modernen Medien, wo Ältere von Jüngeren profitieren, aber auch umgedreht. Also es braucht einen Austausch und wir müssen danach schauen, dass diese Kompetenzen für die ganze Gesellschaft genutzt werden. Da gibt es viel zu tun.